Was ist nun? Du, wir haben lecker Kaffee gehabt. Wir mussten nett unterhalten. War der Kaffee gut? Nein. Das können die wohl. Der war zu stark. Ich bin aber auch kein Garant für. Ich mag ja auch lieber, weißt du, so ein bisschen mit Milch und ein bisschen Zucker und Süßigkeiten oben drauf, ein paar Marshmallows und so ein Scheiß. Ne? Nee, alles gut. Nee, aber wir haben uns ja nett unterhalten, ne? Oder ne? Wir hatten Spaß gehabt, wir haben gelacht und gelacht und gelacht. Und gelästert, vor allem gelästert, nicht Udo? Nee. Und dann steige ich wieder in mein Auto und fahre ins Büro und fange an zu weinen. Du hast eine riesen Überraschung gekriegt, nicht verraten. Steht noch nicht, müssen wir noch aufbauen, aber ja, doch. Machen wir morgen. Zusammen mit ihm. Wie groß? Lebensgroß. Richtig geil. Passt. Ich habe auch schon mal geguckt, also die Höhe, wenn man die umklappt, das passt auch. Diese ekelhafte Lache dabei. Ich würde es genauso machen. Ja, logisch. Was willst du noch machen, du? Ja. Du musst erstmal erwachsen werden, Torben. Ja, genau, wahrscheinlich. Bei Torben fand ich richtig geil. Torben, guck, dreh dich um hierher. Irgendjemand sagte mal, Torben sieht aus wie ein Faultier. Was soll das? Ja, das hat doch mal jemand gesagt. Du warst das. Nein, doch. Wie hieß denn der Film noch mit dem Faultier? Das war doch auch so geil. Zoomania, ne? Du, wo die doch da hingehen zu dem Faultier. Und dann sitzt auch da wie bei uns, auch wie bei den Behörden, ne? Stimmt, ja. So wie geil. Bei uns auf den Behörden. Ja, ist ja wie die war. Mein Papa hat mal eine geile Geschichte erzählt. Es ging um eine Genehmigung für irgendwas. Ich weiß nicht mehr für was, weiß ich wirklich nicht. Ist aber ja auch vollkommen egal. Und dann hat er da angerufen und gesagt, ich brauche unbedingt die Genehmigung. Da sagt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, ja, die Person, die die Sachen einpackt und verschickt, hat 2 Wochen Urlaub. Ja, deswegen lag die Genehmigung da. Ja, das ist bei uns genauso gewesen. Das ist genauso. Du, dann rufst du an und tauschst mal, wir haben so wenig Personal, ja, dann müsst ihr welche einstellen oder mal eine Stunde mehr arbeiten. Aber nein, das wollen sie auch nicht. Wir müssen das. Soll ich mal hingehen zu so einem Kunden? Ja, tut mir leid, also wir haben den Aufwand schon seit einem Jahr, aber wir haben auch gar kein Personal. Was soll das auch so völliger Quatsch? Nein, du, wir kommen dann mal irgendwann. So sieht es nämlich aus. Das ist der Wahrheit. Oh, der Ronny Hanning-Banner hängt da hinten, ja. Riesengroß. Ja, riesengroß. Das ist komisch, dass die daneben sind, aber alle größer. Das ist ja ganz komisch. Das warst doch du. Du hast doch dann gespart in der Produktion. Das geht auch nicht. Ich möchte hier überall rundum zu Ron Johanning sehen. Das ist scheiße. Auch hier vorne. Das geht ja nicht so weiter. Was soll denn das? Das Gebäude blau lackieren? Ronjo Arena. Du kannst ja hier das Weserstadion nachbauen. Da wäre was, ne? Aber da wäre ja was Vernünftiges. Da kannst du auch mal glauben. Frankie, was los? Platzkontrolle? Kann man spielen oder kann man nicht? Also ich sag, ihr könnt spielen. Ist nass. Was sagst du, Ron? Ich sage, pause mal einen vernünftigen Dach drüber, ne? Und dann könnt ihr das ganze Jahr überspielen. Jetzt, wenn das wieder drauf geht, guck dir den Platz auf, wo wir haben, wie der wieder aussieht. Wie ein Schlacke, oder was? Ja. Und ein Kreuz mit drüber kippen, dann geht das auch. Oder verfließen. Ja, das wird noch geiler. Katastrophe, du. Das ist eine Katastrophe, ich sag das euch. So, ja, schön. Wann ist da oben denn mit der Besucherterrasse? Die Terrasse, die muss noch fertig gemacht werden. Das stört mich auch ein bisschen, dass sie noch nicht fertig ist. Ja, vor allen Dingen, das rottet doch alles vor sich hin. Das ist auch alles Holz da oben. Was soll denn? Das muss auch alles abgedeckt sein und vernünftig. Und Schier! Mahlzeit! Kicke sie an mir rum. Du sagst Schier ja auch falsch. Das ist keine so läuft auf meiner Arbeit rum. Du musst auch richtig betonen. Schier. Nee, der kann ich aber nicht betonen. Das ist ja nun nicht mein Spruch, das ist sein Spruch. Ja, den kannst du ja trotzdem betonen. Ich kann ja deinen Spruch nicht klauen. Ich frage mich immer nur, warum habt ihr alle mitten am Tag, am helllichen Tag Zeit? Müsst ihr denn hier arbeiten? Ich hab schlecht Wetter. War das du? Schlecht Wetter. Ja, bei Johanni hast du aber kein schlecht Wetter. Gott und Leno. Ich bin mehr Sinn hat. Die Jacke mag wohl 50 Kilo wiegen. Ja, aber die wären ungemein. Ja. Ja. Alles gut. Und sonst, ja, Moos, ne? Was sagst du denn zu der Jacke? Top. Hab ich nur noch an. Ja, siehste. Sag ich doch. Ja, denn der Name Johanning steht für Qualität. Für 1A Johanning-Qualität. Für 1A Johanning-Qualität. Triple A. Ja, ist so. Ne? Ja, aber das geht ja nicht so an. Du kannst ja nicht mitten am Tag hier, weil du die Gegend fahren. Das ist ja schlimm. Du musst ja mal lohnen. Du musst ja Geld verdienen. Ja. Das ist scheiße. Kann ich nicht machen, ne? Ja. Den Deckenplatten gelegt. Von wem hast du das Bild? Haben mir irgendeinen Zuschauer geschickt. Ja, Uwe Thieben, ja. Schwein, ey. Schwein, ey, wie geredet. Das ist nicht normal, du. Die kann man ja wieder aus, nur noch Arschloch, Wichser, Penner, Idioten.
Katastrophe, du sag heute das. Leute, ich bin berufstätig. Ich kann dir nicht alles. Ja, du quatscht uns doch hier einfach. Wieso, du hältst mich doch hier an im Schnack auf. Hast du mich da oben gerade mit 37 Liter und den Kaffee da abgewürgt? War voll toll. Der war gerade auf dem Dachboden, da war wieder was los. Ja, das ist auch nicht normal, da oben auf dem Dachboden. Da oder auf dem Dachboden, ne? Ich muss deiner Frau was hinschreiben. Was hast du gemacht? Einfach umbauen. Fein mit Trockenbauer. Das ist deine erste Amtszeit dann. Aber die erste Amtszeit ist, da muss es mal aufgeräumt werden. Da musst du 7 Tage mit dem Tieflader durch. Sonst kriegst du gar nicht weg. Da kannst du dich gar nicht bewegen. Da kannst du nicht mal messen, wie man dir gefallen. Alles. Was die denken, alles, was hier unten mal lag, was Udo eigentlich entsorgen sollte und aufräumen sollte, haben sie alle nach oben geschult und dann ist ein halbes Jahr lang oben rum. Und dann haben sie das Ganze nach oben gebracht und fertig. Also am allerbesten, das Schönste wäre, ne? Und Streichholz dran. Ne? Und die ganze Bude bitte auf den Erdmauer niederfackeln. Und dann baust du das neu wieder auf, nochmal so groß, und auch den Platz brauchst du den ganzen Scheiß, weil immer so über ist. Ja. Also das vielleicht wegzuschmeißen oder zu verschenken oder Tombola, sowas alles nicht. Das wird ja nicht gemacht, da musst du keine Angst haben. Und der Trikot sind sowas nach oben? Also alte, so. Ganz alte Trikots. Du, vor allen Dingen, ich habe ja gesehen, dass dieser Verein, der hatte ja mal Erfolge. Der war ja mal erfolgreich im Fußball, ne? So, das ist ja auch schon Monde her. Und die ganzen Trophäen und Pokale, alles oben so hingeschmissen. Ne? Hier unten steht nicht mehr ein, weil das ist ja schon lange, lange her, weißt du, ne? Genau. So, und ich habe auch gesagt, da muss noch mal alles runter, da muss noch vernünftig platziert werden in der Vitrine und so. Da muss noch zeigen, was man mal gemacht hat. Ja, hast auch recht, man soll doch nicht so viel in der Vergangenheit schaufeln. Ne? Ja, hast auch recht. Vorwärts immer, rückwärts immer. Ich höre das noch. Oh, eine Katastrophe ist das, ey, Leute. Aber guck, Timo ist so einen richtigen Ronjo-Werbetafel geworden, ne? Satan. Also nun siehst du richtig schier aus. Ja, weiß ich. Hat die Jacke irgendwelche Funktionen? Die ist richtig gut. Sämtliche Taschen hier noch. Was ist da denn noch drin? Nix. Aber wie ich jetzt 50 Kilo, weil ich mehr Senat ist. Boah. Hast du einen Graben gezogen, oder? Ey. Das kann ich ja nicht. Ich stand auf dem LKW, ganz Zeit im Regen. Dann auch noch. Ja. Ja, oh, du gibst ja nicht. Da muss ich noch einen Ersatzblower haben zum Wechseln. So. Wir sagen es mal so, Ron hat dich schon gekauft. Du weißt es nur noch nicht. Nee, den Vertrag liegt, der muss nur noch schreiben. Katastrophe hier, weißt du das? So, Ron, danke für den Besuch. Ja, kann ich mal auch nicht zu kaufen. Denk dran, die Spendenquittung können wir dir sofort ausstellen beim Umbau. Das Gute ist, dass wir uns jetzt das nächste halbe Jahr nicht mehr sehen und hören. Aber dieses Jahr wird dann sowieso nichts mehr, aber die Schaffung hat ja gar nicht darum aufzuräumen. Da ist nämlich das Schiff. Ja. Da würde ich aber auch machen. Da muss aber erst einen Container bestellen. 30 Kubik. Weil 10 aus dem Kleinen reicht nicht. Da ist echt wirklich viel. Von Fenster und dann muss die Scheiße in die Pfannen auf mein Dach aufmachen und so rausschmeißt die Scheiße. Der kommt jetzt angefahren. Das ist Udo. War das Ole? Sah offiziell aus. Ja, lieber schnell weg, warum blau nicht drauf. Ne? So, wir sehen uns. Aber nochmal eine Nase nehmen, ne? Wo ist denn der? Hat ja Neuwagengeruch, ist geil, ne? Der ist ja auch neu. Geil. So, hau rein, Ron, danke für deinen Besuch. Ja. Lass dir mal, lass den Kopf gehen, was das Ganze kostet. Hab ich ja gerade schon mal gesagt. 10 Mille. Soll doch 12 sein, mach nichts. Dann mach 15 draus. Tschüsses! Schi! Hier wird umgebaut. Freue mich schon. Fein Trockenbau da an Wand zimmern.